Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Vizibis Revelation mit mir, eurem Illyria und dem Opa Zockt. So, in der letzten, während der Offscreen-Phase haben wir uns erstmal darum gekümmert, dass die Query wieder arbeitet, weil das wollte nicht so recht, wie wir wollten. Wahrscheinlich einige Kenner unter euch haben vielleicht sich sogar den Kopf gehalten, haben sich gedacht, mein Gott, so geht das ja auch gar nicht. Ja, aber, ich hatte sowieso keine Ahnung von, ich habe da noch nie mit gearbeitet. Der Opa hat die meiste Ahnung, er hat das Ding auch zum Laufen bekommen. Von daher, egal, jetzt geht's wieder. Den Fahrstuhl werde ich jetzt mal endgültig umsetzen, weil die Ebene ist ja tiefer. Ja, ich bin aber noch nicht fertig da unten, ne? Ich würde es noch warten, nicht, dass es dann wieder umgesetzt werden muss. Setz nur den Fahrstuhl um. In der Kelleretage. Ich habe noch deinen Ring des Magnetismus. So, jetzt brauche ich noch eine Energieleitung. So, jetzt kommt der Fahrstuhlblock da wieder hin. Dann brauche ich jetzt meine Nudel zur Hilfe. Er macht Cobblestone, soll aber nicht. Falsch. Da will ich. Nee, da muss ich hin. Genau das. Der Fahrstuhl ist umgesetzt. Ich muss jetzt nur noch die Fahrstuhlblöcke wiederholen, die uns bedauerlicherweise runter in Silvana gefallen sind. Okay, die Karte will auch nicht so leicht. Ach ja, stimmt. Genau. Was für ein Haus wollten wir da drüben hinbauen? Wo jetzt? Gegenüber vom Canola-Haus. Da sollte das, für das Refined Canola, dass da der Empowerer reinkommt. Du wolltest aber, glaube ich, dort die Pressen reinsetzen. Ne, die Barrels. Nee, die Nein, warte mal, in erster Linie sollte da das Empowered Canola hergestellt werden. So, der Fahrstuhl ist auch wieder betriebsbereit. Da muss noch eine Elevator-Karte rein, das geht aber wieder. Das mag ich. Das hier sind die Canola-Pressen, ne? Ups. Oh, jetzt häng ich fest. Nein, wo häng ich jetzt fest? Hä, wie bin ich da runtergefallen? Achso, hier. Wäre ein unsichtbarer Blockproblem? Nee, nee. Das sind die Canola-Pressen. So, jetzt brauche ich noch die Fermenting Barrels. Ferne. Wieder falsch. Macht der nicht so Blödsinn. Fermenting. Barrel. Was hattest du gesagt? 3 auf 1 war das, ne? Was denn? Auf eine Canola-Presse kommt. Aber kommen drei Fermenting Barrels. Oh, okay. Und vier Ölgeneratoren. Ja, die Ölgeneratoren interessieren mich nicht. 24, so, du bist jetzt bei 4,4 noch. 4,0, okay. Die Elevator Cards, dass ich die Dinger offen bekomme. Naja, verlinken wir sie wenigstens schon mal. Ist 7 richtig? Oben sind 5. Ja, ist richtig. Hier sind 6 und 7. Sechs.
Imperator. Eisentür natürlich auch noch. Druckplatten fehlen noch. Warte mal, wir können doch die hier rausnehmen einfach. Ja? Weißt du? Nee, nee, ich rede mit mir selber. Achso. Let's Player kann halt. Ich muss sagen, die Eisentüren im Hinterausland, die sehen sehr dürftig aus. Verdammter Scheiß. Oh, nicht fuhren. Nein, nicht öffentlich. Hinten, hinten. Ach komm, machen wir da ganz normale Türen rein wie vor. Eisentüren kann ich mich nicht mit anfreunden. Das aus. Das passt auch nicht. Ja, das sieht besser aus. Wollen wir nochmal Darkseal? Wahrscheinlich mangelt dann Darkseal wieder. Hier. Und Pressure Plates habe ich. Ich habe noch immer deinen Magneten, den habe ich immer noch. Ja, durch das Einsammeln vorhin. Bist du? Ein Nullerhaus. Warum habe ich in meinem Rucksack Redstone? Ach ja, ich weiß warum. Weil ich dann noch weil du dieses Ding wahrscheinlich leer gemacht hast. Nee, ich habe da jetzt schon rausgenommen, weil, ja, ich weiß schon warum. Weil ich eigentlich noch Prozessoren herstellen wollte und habe alle schon zusammen gemacht, hab gemerkt, oh, da fehlt dir noch was. Und da war ja noch das Problem mit den diesen Crafting Terminals, weil die Dinger nicht so funktionieren, weil das Ding irgendwie nicht das tut, was wir gerne hätten. Ja, ich weiß. Ich bin da auch noch dran, aber ich kann halt nur eins nach dem anderen machen. Ja, was anderes möchte ich mal gucken, weil ich da was im Gefühl habe. Zuschauer, ihr kriegt mal kurz mal ein günstig Bild, weil ich ja halt dieses kleine GUI-Problem habe. Open Wireless Crafting Terminal, ich wusste es doch. Dafür gibt es einen extra Knopf. Das wird als Bobble an den Kopf gesetzt. Da hast du eine kleine Antenne am Kopf. Siehst du, das Crafting Terminal fehlt mir auch noch. Das habe ich aber nicht. Musst du aber haben. Weil ich hab's nicht. Nee, habe ich nicht. Ich hab's auch nicht. Hier geht nicht. Gucken, welche Taste wir dafür nehmen können. Auch nicht. Achso, das ist noch. Ah. Hier war der Opa wieder so. Ja, mit Ä. Suchen wir mal Ä. Die Apostroph-Taste. Erstmal kurz meinen Bildschirm wieder vergrößern. So. Ich setze jetzt mein Crafting Terminal mal als Kopfbobble. Oh, das ist doch deins, was ich habe. Meins ist am Kopf gesetzt. Okay, kann passieren, kann passieren. Oh, du bist noch draußen. Geht das jetzt so? Ich hab jetzt mein Crafting Terminal am Kopf gesetzt. Ich habe eine kleine Antenne auf dem Kopf. Kann man auch, glaube ich, ein groß sehen. Ja, ich habe eine winzig kleine Antenne auf dem Kopf. Wenn ich jetzt Ä drücke, wie ich eingestellt habe. Jawohl, ich hab Zugriff auf mein Crafting Terminal. Hey, wo hast du das hingesetzt? Als Kopfbobble. Und mit der Taste Ä kann ich das Terminal öffnen. Ich kann mir das Taste Ä nichts öffnen. Das ist auch bei dir noch nicht eingestellt. Du musst in die Kontrollsteuerung, musst du alles einstellen. Das Ding steht auf Known. Schon nachher. Ach so, warte mal. Options. Das hier verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Und wo steht denn das? Unter wahrscheinlich unter der gib mal eine Suchleiste, Wireless ein. Es wird nur das ausgespuckt als Ergebnis. Ah. So, ja, jetzt brauche ich eine Taste. Shift und Dingen? Apostroph. Shift,
Und dann funktioniert das oder was? Drückst du Shift L oder R, je nachdem welchen Knopf du willst, dann setzt das Ding an den Kopfbobbel und drückst L. Ja, dann bin ich jetzt da wieder drin. Bist du, dann funktioniert es doch. Nö, ich kann 32 Stück nur rausnehmen, wie vorher auch nur. Nein, das habe ich auch nicht damit gemeint, dass das Ding per, du kannst das Ding als Bobbel einsetzen und kannst trotzdem darauf zugreifen mit dem eingestellten Knopf, aber das, die Macke ist trotzdem noch vorhanden. Mac ist trotzdem vorhanden. So. Da habe ich es rausgesaugt. Also das heißt, da raussaugen. Die Fermenting Valves brauchen keinen Strom, ne? Nein. Oh, saugeil. Das macht mir die ganze Geschichte jetzt deutlich einfacher. Du musst nun In- und Export haben. So, ja, Import von innen, Export von außen. In der Mitte. Zack, Export. Ach so. Aha, okay. Ich gucke, ob die Fluid Tanks oben leer sind, dann kann ich die vielleicht schon mal abbauen. Sind sie alle leer? Sind leer, aber klappt mal bitte die Verbindung ab, dass die nicht weiter herstellen. Ich habe hier einen Wanken zwischen 18 und 19 Millibucket. Moment. Jawohl, müssten theoretisch auch sein. Ja, jetzt sind sie leer, jetzt kann ich sie abreißen. Dafür mache ich meinen Magneten an. So. Das heißt, ihr gebt jetzt nicht mehr nach oben aus. Gut. Und wir sind den Platz im Keller, dann kannst du losgehen. Es gibt doch keinen Keller, deswegen frage ich mich halt, warum du sie abreißen wolltest. Du hast ja gesagt, komm doch sowieso weg hier auf dem Dach. Davon war doch die ganze Zeit die Rede. Ja, später. Weil jetzt produzieren noch, weil ich brauche jetzt noch ungefähr so eine Stunde, anderthalb, bis ich jetzt den Keller ausgehoben habe, weil die, für die Tankebene. Weil im Moment ist nur die Wartungsebene ausgehoben. Ja, in Ordnung. Ich habe trotzdem, der Keller ist trotzdem, also die Tester sind trotzdem schon mal weg. Okay. So, das ist der. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 hoch. 1, 2, 3, 4 hoch. Das heißt, hier muss. Achso, ja klar. Hier fehlt der noch. So, in der Reinforced Drum sind, ja, kann sich sehen lassen, 3.796.011 Millibucket. Ja, die könntest du mir bitte nach unten bringen. Mach ich. Mach so wenig mit Holz, dass ich mein Holzwerkzeug noch nicht mal geupgradet habe. Ich habe immer noch das alte Werkzeug von damals. Shift rechts. Ja, ich mache auch so gut wie nichts mehr damit. Ich habe gerade mal 401. Du hast aber wenigstens ein vernünftiges Holzwerkzeug. Gut. Ja, Magnet aus. Ich sammle deine Sachen ein. Das da, das da. Hä? Ach nee.
da. Da ist schon, da ist schon. Dann fehlt jetzt noch hier noch eine Wand. So, das ist ja hier genau, das ist die Wartungsebene. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber doppelwandig? Ja, hat seine Gründe. Damit ich dahinter noch Leitung hochschießen kann. Damit dann müsst, der müsste die dreiwandig sein. Nein, nein, damit ich jetzt zum Beispiel hier sagen kann, pass auf, ich setze jetzt, nehme jetzt einfach hier weg und schieße hier eine Leitung hoch. Dass sie nicht im Weg steht, du meinst nicht im Gang steht. Richtig. Ja gut, das ist damit einleuchtend. Damit es halt im Dings, ist halt dann nur ein bisschen blödchen mit der Eingangstür, aber das ist mir vollkommen egal. So. Kann sich sehen lassen, nur die Decke hier, die sollte 2 sein. Ursprünglich. Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich bin doch gerade jetzt dabei, erstmal alles umzubauen. Ich muss jetzt hier oben noch die Batterie reinsetzen. Dann können die Linkskabel raus und dann muss ich noch die Datenleitung, die Hauptdatenleitung hier in die Mitte klatschen. Ich pack erstmal die Materialien für die... Achso, hast du mir die Drum gegeben? Für die Tanks, was? Die Drum? Ja, klar, hier. So. Die Latex-Drum? Genau, die Sheet Metals, die wollte ich hier oben reinschmeißen. Ach. Lux Duct kommt dahin. Fluid Ducts kommt dahin. Dann nehmen wir jetzt diese hier. Säule kommt da oben hin, passt. So, ich habe die Tanks erstmal in meinem Rucksack geschmissen. Sobald es darum geht, die Tanks aufzubauen, kann ich sie aufbauen. Ja, wie gesagt, da brauche ich noch ein bisschen. Fluid Ducts, brauchst du noch welche? Ich habe vom Abbau oben noch welche. Wäre super. Gut. Ach, verdammt. Ja, 43 Stück. Und dann kümmere ich mich darum, ich brauche wieder Dark Steam. Ist ja Dark Steam ausgegangen. Ah, also hier ist die Zwischenbatterie, von der du gesprochen hattest. Sehe ich gerade. Hä, wieso verbinden die sich jetzt denn nicht? Was verbindet sich nicht? Die Fluid Ducts, das sollte eigentlich nicht so sein. L? Ah, ich ahne. Vielleicht, Nee, aber da sind Flüssigkeiten drin und da sind keine Flüssigkeiten drin, deswegen verbinden die. Ah, vielleicht mit der Jeder Wrench. Ja, ich suche gerade meine. Ah, da ist er. So, du darfst dich damit verbinden. Du darfst dich damit verbinden! Warte, ich habe glaube ich noch den Rollgabelschlüssel von der Thermal Expansion. Oder auch nicht. Okay, verbinden. Nur die Jeter Mensch. Ich hätte diesen Rollgabelschlüssel. Naja. Damit verbindet er sich. Warum verbindet er sich damit nicht? Weil da vielleicht noch nichts drin ist für eine Leitung. Nee, mag er nicht. Mag die Leitung nicht. Ja, hier oben auch nicht. Ja, das ist nicht mit anderen verbunden, das ist ja interessant. Oder vielleicht ist ja, die Anzahl der Connections. Hier ist schon Canola Oil drin. Das heißt, hier ist auch schon Canola Oil rübergeballert. Und den anderen ist vielleicht was anderes drin, deswegen verbindet er sich genau, nicht. Genau, hier ist Canola Oil drin, hier ist nichts drin und hier keine Ahnung warum. Ja, aber dann geht's auch nicht. Ja, ich brauche den Schlüssel. Das ich ihm warte, erlaube, ich crafte mal den Rollgabelschlüssel. Dass ich dir mal glaube, dass er da rein darf. Augenblick, ich crafte den mal eben. Hier bitte, Happen. Gibt doch, glaube ich, auch Fluidducts, die transportieren Flüssigkeiten instant. Die bleiben nicht in der Leitung. Das machen zumindest die Ender-IO-Flüssigkeitsleitungen in der höchsten Tierstufe. Da kannst du sogar mehrere Flüssigkeiten mit transportieren. Guck da mal nach. An sich, muss ich ganz ehrlich sagen, an sich ist es ja nicht schlecht, dass sie sich nicht verbinden, ne? Das soll einfach nur dafür sorgen, dass die sich nicht vermischen können, die Flüssigkeiten.
reißen wir jetzt die ganze Geschichte einfach nochmal ab. Gibt hier diese super laminaren Fluidukts, aber ja, grenzenlose Übertragungsrate, wenn unter Druck stehend. Ja, interessiert mich. Ja, die sind das nicht. Interessiert mich. Ich setze jetzt einfach hier die ganze Geschichte nochmal neu. Hier, das ist, was ich gemeint habe. Ender Fluid Conduit. Instant Fluid Teleportation. Allows multiple fluids to be transported on the same line. Das heißt, du kannst mehrere Flüssigkeiten auf einer Linie transportieren. Ja, das interessiert mich nicht. Du bräuchtest aber nur eine Leitung, ne? Ja, aber interessiert mich nicht. Na gut, musst du wissen. Ich guck's mir trotzdem an. Wie heißen die? Die heißen Ender Fluid Conduit von NIO. Ja, da ist aber das Problem. Was denn? Die haben eine Maximalrate von 800 Millibucket und das werden wir nicht erreichen. Oder müssen wir das erreichen, ja? Aber es wird zu wenig Druck. Richtig. Ey. Und wir können auch mehrere nebeneinander herlaufen lassen, als wäre sie nicht dazu fähig, mehrere Flüssigkeiten zu transportieren. Mit der Jeta Wrench kannst du doch die Connections trennen voneinander. Baust du die theoretisch so auf, als wäre es eine normale Fluidukt. Pass auf, ich mach das jetzt mal folgendermaßen. Wo ist denn das Fass mit Reinforced Arch? 800 Millibucket, das möchte ich doch mal eines wissen, weil bei anderen Mod ist es ja durch die Servo. Ja, aber das gefällt mir auch besser. Extraktionsrate mal 50%, das sagt mir leider nichts. Sagt mir nichts über die Geschwindigkeit selbst aus. Warte mal. Ah, nee, die Leitung. Ah, da ist das Problem. Was genau? Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Ich glaube, diese Leitung haben sich falsch verbunden. Denkbar. Zeigt auch leider nicht an, was in der Leitung für Flüssigkeit drin ist. Canola Oil, genau. Aber er hat schon ein bisschen Rapsöl im System. So, jetzt erhöhen wir mal den Druck auf die Leitung hier. Ja, mach das mal, ich werde hier mal einen Blick drauf werfen. So, das jetzt passt es. Jetzt connectet er. Warte. So, genau, jetzt connectet er damit nämlich nicht, weil da nämlich die falsche Flüssigkeit drin ist. Da hat er nämlich wahrscheinlich das Refine-Zeug schon rausgeschmissen. Auf die falsche Leitung. Ja, das ist die Ursache. Da haben wir das Problem. Bei dem Mit hast du ja gesagt, soll Input sein. Unten drunter Output. Oder war das umgekehrt? Umgekehrt. Okay. Ja, jetzt connectet er, wie es soll. So, einmal darum und eine Verbindung. Ah, hier. Von da nach da. So, und jetzt müsste das eigentlich auch passen. Irgendwann könnte man die Superlaminar-Fluidukts von Thermal nehmen, weil die machen eine grenzenlose Übertragungsrate. So, und hier müssen dann jetzt überall kleine Servos rein, um die Flüssigkeit rauszuholen. Soll ich mal welche craften? 24 Stück. Bleiben wir bei den Signalum-Servo oder schwächer oder stärker? Nein, ganz normale kleine Servos. Also die billigsten Servos. In Ordnung, ich crafte mal eben welche. Die machen so wenig, das ist vollkommen egal. Wie viele brauchst du genau? 24 für 24. Nummer 1. Ich bräuchte, aber warum geben dann die hier vorne ab ohne Servo? 27 Servo T1. Stopp. Warum geben die hier vorne ab ohne Servo? Stopp. Das kann ich dir erklären, weil manche Maschinen drücken. Ja, stopp. Da werden keine Servos. Ja, genau. Die drücken nämlich auch. Die brauchen keine Servos. Die Leitung war nur voll.
Moment, die Fermenting Barrels, die drücken, soweit ich weiß. Ja, die Leitung war nur voll. Alles klar, dann brauche ich keine Servos. Gut. Dann macht sich das hier selbstständig. Das hier ist schon Öl. Wunderbar. Und das kann ich weiter craften. Jetzt kann ich den Zuschauern auch zeigen, wie man das verfeinert. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Im Groben. Das dürfte sich hier unten jetzt nicht mehr verbinden, genau. So, ich nehme jetzt ein Bucket Öl. Jetzt gehe ich zu einem Loch und dann zeige ich den Zuschauern erstmal, wie man das verfeinert. War erstmal das. Brauche ich die Canolas. Einmal die Empowered und eine Crystalline. Gut. Du möchtest dem nicht beiwohnen, wie es funktioniert. Ist das richtig? Ich habe noch keine Zeit. Zeige ich es dir gleich nachher einfach nochmal, wenn du soweit bist. Also, liebe Zuschauer, ich zeige euch, wie es funktioniert. Und zwar, ihr habt gesehen, der erste Schritt war, mit der Presse Canolaöl herzustellen. Der zweite Schritt ist, mit diesen Fermenting Barrels verfeinerte Variante herzustellen, und zwar das direkte Öl. Ihr seht schon hier, das direkte Öl bringt 40 Mikro-Infinite-Protik, aber das ist egal, es ist trotzdem auch 11 Protik. So, der dritte Schritt ist, man muss die Flüssigkeit offen irgendwo reinpacken. Dafür ist auch zum Beispiel von Actual Editions diese Fluid-Gerätschaften gedacht. So, ihr seht jetzt, hier ist die Flüssigkeit drin. Jetzt nehme ich als nächsten Schritt Crystallite Canola Seed, schmeiße ich da rein. Seht ihr, es hat sich verändert. Jetzt ist es nämlich Crystallite Oil. So, der nächste Schritt wird das wieder transportiert, das geht da rein. Dann wird der Empowered Canola Oil genommen. Ah ne, bevor ich es vergesse, warte einen Moment. Und zwar, der bringt jetzt 80 Mikro-Infinite. Alter, Illyria, mein Hammer fehlt auch noch. Oh, den habe ich tatsächlich. Das ist jetzt nämlich das Nachteil. Ich suche jedes Mal, das ist schon das dritte Mal, dass der kommen muss. Das beschwer dich mal nicht. Hier. Ich wollte nur verhindern, dass deine Items weg sind. So, also, hier geht's weiter. Also ihr seht, dieses Crystallite Oil bringt schon 80 Mikro-Infinite Protik. Jetzt kommt das hier rein und jetzt schmeiße ich dieses Empowered Canola Seed rein. Ihr seht, es verändert sich abermals. Jetzt haben wir Empowered Canola Oil. Also Empowered Oil. Und diese Empowered Oil bringt 140 Mikro-Infinite Protik. Nur soweit ich weiß, bringt das ein kleines bisschen mehr, wenn ich es in einen Ölgenerator einschmeiße. Können wir mal kurz gucken, ob in der Küche noch ein Ölgenerator steht. Nein, die hat Opa schon alle abgezupft. Jetzt hätte ich euch mal eben gezeigt, wie das aussieht. Na gut, dann schmeiße ich in dem Eimer erstmal da rein. Das wird später weiter verarbeitet, sobald Opa die Generatoren wieder aufgestellt hat. So, du hast die Leitung gelegt. Ah, ich sehe auch gerade, der Boden ist auch schon gemacht. Wunderbar. Ah, du bist im Keller, okay. Gut, ich kümmere mich jetzt erstmal um das andere, was ich noch weitermachen wollte. Auch wenn nicht mehr viel zu erreichen ist, weil die Folge gleich schon wieder am Ende ist. Da brauche ich die Elevator Cards. Die wollte ich auch noch langsam fertig kriegen. Erstmal Knöpfe. Machen wir mal Eck. Bei mir ist ja nicht direkt mit Shift klicken können, aber oh, ist egal. Verdammt. Was ist? Wenn Opa mal wieder was kaputt macht. Aber das kennen wir ja lieber. Das kennen wir ja hier. Nimmt das nicht da rein. Das heißt, wir brauchen erstmal Black Dye. Genau. Dann nehme ich erstmal. Wir haben 13 Tell, aber da das System nicht richtig funktioniert, gehe ich erstmal nach oben. So, das hier ist die Wartungsebene. Und
Und dann geht es hier runter in den Keller. So, und der Keller sollte, der kriegt ja auch eine doppelte Decke. Richtig? Richtig. Richtig, krieg doppelte Decke. So, jetzt lass mich nochmal irgendwo hier. Oh, da ist noch meine Warwand. So und so. Jetzt brauche ich noch die Schere, die kann ich aus dem Slice and Price rausnehmen. So, Decke. Ja, genau, stimmt. Eine Powered Schere kann mehrere auf einmal abbauen. Vergaß ich. Praktisch. Mache ich den Magneten am besten an. Oh, Entschuldigung. Ups, alle abgebaut. Praktisch. Nummer 32. Das ist der Wartungsschacht. So, der Keller ist dann auch 3 hoch, richtig? Wenn er 3 hoch ist, dann ja. Das war die Planung. Wie viel haben wir in unseren normalen Gebäuden an Höhe? Ich glaube, in einem Moment, Wartungsschacht war Höhe 3. Ich glaube, Gebäude war Höhe 4. Du stehst doch Ja. gerade im Gebäude, oder? Nein, ich bin außerhalb, aber ich gehe mal eben rein. Also, 1, 2, 3. Moment. Deckenhöhe, genau. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Höhe hoch. Da ist Dings. Das heißt. Du brauchst wahrscheinlich, je nachdem wie groß die Maschinen sind. Für den Tank brauchen wir sowieso bedeutend höhere Decken. Die Tankebene wird unterm Keller kommen, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, da brauchst du 8 Höhe. Wie Bin mir gesagt, aber gerade nicht ganz sicher. das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Wow, alles aber abgezogen. Alter. Der ist geil. Die Dakshi ist geil. So, also haben wir dann hier eine Höhe, zwei Höhe, drei Höhe, vier Höhe. Grün. So. Ich hab jetzt schon mal die Farbe, das ist schon mal eine Sache. Aber wir müssen auch mit der Folge wieder aufhören. Wir sind am Ende Nein, nein, angelangt. nein, 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 ich kann jetzt gerade noch nicht. Gleich 20 Stück noch, Junge. Och, ernst? Also, jetzt kann ich den Waiter Card herstellen. Der will mich doch verkohlen. Das wirkt. Also, irgendwie nervt mich der Bug. Dass dieses Ding nicht richtig funktioniert, nervt mich. Ja, okay, müssen wir jetzt aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ich schließe mich dann, liebe Zuschauer. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.